Germania, Germany in Ghana. So heißt mein neues Dokumentarfilm- und Fotografieprojekt, das ich euch jetzt gerne vorstellen würde. Darin geht es um Einflüsse von Deutschland in Ghana. Zum Beispiel ist mir einmal passiert, als ich in Ghana war, da bin ich mit einem Toto gefahren, das ist so ein Kleinbus, also öffentliches Transportmittel quasi. Und das Toto, das hat aber eine Aufschrift gehabt und da stand irgendwie drauf Bäckerei, ich weiß gar nicht mehr, Hinz und Kunst, was auch immer. Und da war sogar eine Telefonnummer dran und dann hatten wir irgendwie einen Platten. Und dann habe ich aus Jux an der Freude, und weil es ziemlich billig ist, von Ghana aus in Deutschland bei dieser Firma da angerufen und habe gesagt, ja, eins ihrer Firmenfahrzeuge hat gerade einen Platten. Und die dann so, ja, wo sind Sie? Und ich so, ja, wir sind gerade in Ghana. So, in Ghana? Also so eins von den Erlebnissen, die mich dazu inspiriert hat, letztendlich auf diese Einflüsse von Deutschland in Ghana einzugehen. Und es gibt aber nicht nur so Produkte oder Fahrzeuge, die irgendwie einen Einfluss von Deutschland in Ghana zeigen, sondern es gibt ja auch viele andere Sachen, die einem dann auch schnell auffallen. Zum Beispiel gibt es viele deutsche NGOs in Ghana und auch viele deutsche Freiwillige, die in Ghana eben ihr Freiwilligenjahr machen, so wie ich auch. Ich war auch in Ghana ein Jahr lang Freiwilliger. Ich will aber mit dem Dokumentarfilm nicht nur so lustige oder interessante Sachen zeigen, sondern auch ein bisschen kritischer mit manchen deutschen Einflüssen in Ghana umgehen. Zum Beispiel ist es vielen Deutschen auch gar nicht bewusst, dass Deutschland mal Kolonialmacht war. Darauf will ich auch näher eingehen, weil ich habe auch in dem Jahr, als ich in Ghana war, auch mal in eine Sklavenburg besucht und das ist schon sehr auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite aber auch regt zum Denken an, dass es auch in der deutschen Bildungspolitik so ignoriert wird. Also ich habe im Geschichteunterricht nie wirklich gelernt, dass Deutschland auch Kolonialmacht war und dass zum Beispiel in Namibia gab es ja auch den Völkermord, der erst vor kurzem jetzt auch anerkannt wurde von Deutschland. Auch ein weiterer kritischer Punkt ist der Elektroschrott, der von Deutschland exportiert wird, unter anderem eben auch nach Ghana. Und in Accra, also in der Hauptstadt, da gibt es einen Stadtteil, Agbogbloshie heißt der, dort wird quasi der Elektroschrott hingeschmissen. Und dann von Leuten vor Ort werden halt dann die Rohstoffe, die da noch drin sind, irgendwie herausgebrannt oder wie auch immer da quasi aus den alten Teilen herausgemacht. Dabei setzen sich dann aber auch giftige Stoffe in die Luft und die Leute, die das machen, werden natürlich auch gesundheitlich belastet. Das läuft dann oft auch unter sogenannter Entwicklungshilfe, dass alte Computer, die aber eigentlich gar nicht mehr funktionieren, dann nach Ghana geschifft werden. Ja, jetzt ganz kurz noch zu mir. Ihr habt ja schon gehört, ich war als Freiwilliger ein Jahr in Ghana. Ich studiere mittlerweile audiovisuelle Medien an der Hochschule der Medien Stuttgart und ich habe auch letzte Sommersemesterferien ein Praktikum in Ghana gemacht, 4 Wochen bei einer Filmproduktionsfirma dort vor Ort. Warum kann ich das umsetzen, das Projekt, und warum solltet ihr mich dabei unterstützen? Also auf der einen Seite habe ich natürlich technisches Know-how, wie man einen Film macht, durch mein Studium und auch professionelles Equipment dabei. Teilweise habe ich mir das selber jetzt zugelegt und teilweise aber auch von der Hochschule ausgeliehen für dieses Projekt. Außerdem habe ich natürlich Erfahrung in Ghana selbst. Wie kommt man am günstigsten von A nach B? Wie geht man respektvoll mit den Leuten vor Ort um? Deshalb freue ich mich, dass ihr mich unterstützen wollt. Und wenn ihr gerade blank seid, dann könnt ihr trotzdem das Projekt liken und teilen. Würde mich sehr freuen. Danke für eure Unterstützung. Und natürlich gibt es auch bei finanzieller Unterstützung dann auch den fertigen Film später. Und auch gibt es zum Beispiel auch einen Kalender mit Fotografien, dann, die ich machen werde. Ciao!